Bekannte von meinen Eltern haben beide Karate gemacht und haben zu meinen Eltern gesagt, Mensch, das wäre doch was. Also habe ich mir das angeschaut, bin dann als Fünfjährige mit dem Teddybär wirklich in die Turnhalle reingelaufen, habe mir das Ganze angesehen und habe gedacht, okay, das ist es. Und so bin ich zu Karate gekommen. Also ich arbeite an der Wehrtechnischen Dienststelle für Schutz- und Sondertechnik in Oberjettenberg. Und da bin ich als Versuchsingenieurin tätig. Unter anderem zertifizieren wir Glasfassaden. Das heißt, Glasfassaden, wie sie in Krankenhäusern, auf Flughäfen oder sonstigen Sachen eingesetzt werden. Da ist es natürlich ganz wichtig, wie so eine Glasscheibe bei einer Detonationsbelastung reagiert. Das heißt, gibt es Splitter, dringen die Splitter sehr weit in den Raum rein oder aber bleibt die Glasscheibe unversehrt. Als ich zur Bundeswehr gekommen bin, das war eigentlich eher ein Zufall. Also eine Freundin von mir hat das gesehen, dass es angeboten wird. Und da ich ja was Technisches machen wollte, war es für mich eigentlich von vornherein klar, dass das duale Studium eben im Maschinenbaubereich genau das ist, was ich gesucht habe. Und jetzt natürlich die Arbeit, die ich jetzt mache, ist sowohl national als auch international sehr interessant und vor allen Dingen auch vielfältig.